Hallo, liebe Freunde von Sims. Hier bin ich wieder. Ich weiß, es ist länger her und ich hatte einfach RL-Stress. Deswegen musste das halt etwas nach hinten verschoben werden. Aber ich bin zurück und ich habe gesehen, ich habe auch ein paar Views mehr. Ich frage mich natürlich, warum denn keiner im Moment die letzte Folge oder so sieht. Vielleicht mache ich auch die falschen Witze oder so. Ich versuche mich noch ein bisschen zu verbessern und mehr ich selbst zu sein. Und ja, wir beginnen dann einfach mal. Wir sind wohl stehen geblieben bei, nach der Party. Also wir haben ja beim letzten Mal haben wir die Party gefeiert und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das ist die Nummer 4, die müsst ihr unbedingt angucken. Weil es sich einfach lohnt, denn das ist mal eine Party, die mal etwas anders verlief als normal. Die heißt nicht umsonst zauberhaft. Vielleicht war sie auch nicht zauberhaft halt in dem Sinne, muss ich mal dazu sagen, dass sie jetzt irgendwie, so schön, sehr besonders schön war oder so. Nee, ich glaube, sie war nur gut. Aber dafür hat sie, ja, ein ganz besonderes Feeling, denn es sind sehr lustige Sachen passiert. Unter anderem, was ich leider erst etwas später gemerkt habe, sah es doch tatsächlich so aus, dass die eine Fee mir hier auf dem Balkon ja so Pipi gemacht hat. Es gab dann nochmal ein echt gutes Bild. Ich habe das auch noch als Screenshot irgendwo. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie reinbringe. Ja. Und wir wollten jetzt weitermachen, auf jeden Fall mit den Crantons, dass sie sich eine neue Wohnung suchen, denn sie ist doch ein wenig eng, wie wir bei der Party festgestellt haben. Und unsere Leute brauchen ja ein bisschen Platz. Und deswegen wollten wir uns Häuser angucken. Wir hatten uns auch schon ein paar angeguckt. Lass mal die mal kurz alleine. Der trinkt mal wieder seinen verdammten Saft, weil er keinen Durst mehr hat. Wo war das denn? Also das war eine Familie mit 4 Leuten, glaube ich. Mal gucken. Atkins, nein, das waren sie nicht. Das könnte gut und ungut gewesen sein. Da müssen wir wohl noch mal reingucken. Und wir wollten auch den neuen Sim oder die Simmin mal besuchen. Das war ja die Familie Kusche, ich weiß, der Nachname ist nicht so toll, aber Reide halt, die ich ja explizit aufgenommen habe, also wie ich sie erstellt habe, die dürfte, glaube ich, hier hinten wohnen. Da müssen wir noch hin, da müssen wir noch einen Chef töten, wir brauchen noch einen Club, wo sich Übernatürliche treffen. Ich habe ja gesagt, den dürft ihr mir erstellen. Und jetzt schauen wir mal. Erstmal ein bisschen Alltag. Muss ja erstmal auch hochkommen, die. Er ist schon wach und kocht sich da was Leckeres. Ein Feuerexplosionszauber. Ach ja, wir wollten mit den Zaubern noch weiter experimentieren. Ja, ich habe ihnen einen neuen Zauberstab gekauft. Mit dem werden wir mal sehen, ob man die Sims anders in Brand steckt. Er soll ja verschiedene Wirkungen haben. Ich habe mir das zum Glück noch nicht im Internet schlau gelesen, wo der Unterschied ist. Deswegen werden wir es einfach ausprobieren. Und eine Eisexplosion. Immer beides. Naja, egal. Er hat wenigstens wieder Zauberkraft. Ja, irgendwie geht es hier gerade ein bisschen langsam. Vampir schläft am Tag, so muss das sein. Gibt gleich Essen. Ich hoffe für mehrere. Wobei ich denke, dass der mal wieder nur an sich gedacht hat. Oh, oh, naja, es lohnt sowieso nicht, das zu essen, wie es aussieht. Aber es ist für mehrere und weil du es jetzt gemacht hast, wirst du es jetzt einfach essen. Ist ein Scheißfraß. Und sie muss auch drunter leiden.
Hier herrscht sowieso das Übernatürliche. Vielleicht sollte ich mal für Mina so Ketten und ein Halsband raussuchen. Sie wird dann die Sklavin. Oh, China Nixie. Er hat gar nicht geschlafen. Ach, verflucht. Was habe ich denn letztes Mal gemacht? War das nur... Ich habe mir das Let's Play nicht zu Ende angeguckt von mir selbst. Das ist ja mal wieder so klar. Sie räumt auf, yo. Ja, da muss ich noch weiter Zaubertränke lernen. Mal gucken, ob wir noch was Witziges finden. Ja, ansonsten ist es hier gerade eher etwas langweilig. Aber sobald denn das Konhaus wach wird, schauen wir uns nach einer neuen Bude um. So, wir recherchieren noch ein bisschen. Oder können erstmal einen Trank verbessern. So einen Fähigkeitstrank mischen. Mischen, ja. Mal gucken. Zombifizierung. Oh, da freue ich mich auch drauf. Was muss das denn sein? Ein beliebiges Insekt. Oh, das trifft sich gut. Was brauchen wir denn da? Beliebiger Edelstein. Na prima. Ist ja auch leicht herzustellen. Und danach wird weiter recherchiert. Die... Boah, was sind das für Geräusche? Das muss man sich mal reinziehen. Das klingt ja schon... Ist das Spiel wirklich ab 6? Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auch so gehört habt. Ich glaube, ich hatte den Sound von Sims selbst ein bisschen zu leise. Ich muss mal sehen, ob ich das beim nächsten Mal etwas höher mache. Der hat schon ausgeschlafen. Das gibt's doch nicht. Ja, haha. Ein Fähigkeitenverbesserer. Die Zeit läuft 1 zu 1. Wie jetzt wirklich? Warum? Ach so, ich... Ja, Update, der Wecker ist weg und die Zeit ist wieder zurück. Ich hatte doch die Zeit eingestellt, damit diese nicht so verfliegt. Hey, komm zurück, ich fange dich ein. Ah, ich weiß, der war jetzt echt... Der war jetzt nicht so lustig. Ja, wir nehmen einfach diesen Wecker da. Den hat man auch... Ja. So. So, Relativity Mod. Da bist du. Und wir haben es, glaube ich, auf 25 gestellt. Jetzt kann ich mir die Zeit sogar merken, weil ich mir das Let's Play dazu sogar kurz angeschaut hatte. Ja. Intervalle. Noise Interval. Weg. Ich will das nicht mehr. Ja. Das. 25. Zack. Zack. Und Goodies. Glückwunsch. Alchemie Level 6. Das läuft ja so gut. Zeit ist niedriger. Ja, wir wissen. Und er will hier schon wieder in Bars. Was ist das? Das Wetter prüfen. Ah ja. Jetzt, ich habe übrigens letztens wieder einen neuen Mod gefunden. Und zwar kann man wohl Bücher, glaube ich, mit einem PDF-Reader lesen in Sims. Also die lesen das. Mal sehen, ob das geklappt hat. Oh, ich habe den Mod, glaube ich, gar nicht ausprobiert. Hoffentlich geht das gut. Voller enger Freundschaft, ja, zur Bestechung ist das mal gar nicht so schlecht. Und die soll keine Gitarre spielen. Arbeiten! Arbeiten! Was ist das? Naja, also ich denke, wir werden schon unsere Gründe finden. Ich glaube, ich weiß sogar wofür, damit wir uns nicht zu sehr an... damit wir uns nicht zu sehr damit beschäftigen, Freundschaften zu schließen, denn das passt nicht zu der Familie.
Können wir hier die Tränke da auf die schmeißen? Das wird bestimmt lustig. Und das Schwerf, ja gut, der kann wach bleiben. Jo, prima. Wir haben alle Sims auf. Er bleibt, glaube ich, besser erstmal drin. Und zieht sich eine Fernsehserie rein. Nee, wie wär's, wenn wir irgendjemanden verwandeln? Margherita Savoy. Er kennt die doch auch. Die war, glaube ich, gut. Also gut, böse. Ich weiß nicht, ob ich die verwandeln sollte. Weil ich glaube, als Vampir wird die ungefähr genauso produktiv wie Skonos. Oh, technikfeindlich. Alles nimmt er hier sich zu Herzen. Oh mein Gott, er freut sich über den Wecker. Nein, nein, nein. Persönlichkeitsanpassung, oh geil. Oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Halsschmerzen die Tage. Und noch ein vergifteter Apfel, den wollten wir auch mal verschenken. Mach lieber was Anständiges. Ach ja, nee, Zauberstab wechseln. Nicht, dass ich es wieder vergesse. Hier. Das ist... Ja. Das ist... Gar keiner. Könnte man nicht sehen. Zauberpurpur. So. Das ist jetzt unser Zauberstab. Den klassischen legen wir mal raus, damit er ihn gar nicht benutzt. Und der macht immer nur Schwachsinn, ja. Spiel mal mit Magie. Mal sehen, ob man irgendwas sieht. Allein schon an der, ich nenne es mal als Demo. Auf jeden Fall passt er zu ihm. Ah, schön rot. Starkes Melancholie. Oh, das ist auch witzig. Also habt ihr da. Ich hoffe, ihr habt das Schild mit meinem Mausterium beobachtet und hat das nächste Serum gelernt. Die Mina. Und wir recherchieren noch ein bisschen. Sie muss ja auch ein bisschen arbeiten hier. Kriegt ja nichts zu richten. Was muss sie eigentlich als. Was muss sie eigentlich machen? Wie wird die befördert? Menge. Um befördert zu werden. Ja, wie befördert man die denn? Ob ich die Tränke verkaufen muss? Das kann ich eigentlich nur im einen Ort machen oder zwei. Es wäre der Tränkeladen oder bei dem. Ah, wie nennt sich das gleich? Bei dem Lager. Stark belebend, auch gut für eine Party. Also zum Teil hat man das Gefühl, die Hälfte davon ist für Partys und so. Ja. Der Zauber ist echt langweilig, Skonos. Wenigstens hält jetzt seine Energie länger. Das war ja katastrophal mit dem normalen Zauberstab. Ich finde auch, die Zauberstäbe hätten sie ein bisschen teurer machen können. Die kann man sich einfach viel zu gut leisten. Er rastet da voll ab, ey. Technikfeindlich, aber Hauptsache Musik. Große Zwietracht. Haha, ja. Wir machen es uns echt noch leichter. Vor allen Dingen, also Hauptsache wir finden die Zutaten. Und das war wieder super durstig. Da müssen wir wieder was tun. Wollte eigentlich natürlich keinen Plasmasaft. Wir wollten ja richtige Opfer suchen, damit wir unser Lebensziel erreichen. Steht da eigentlich irgendwie, wie weit wir sind? 3 von 20. Na gut. Mach
keinen Scheiß da. Dann soll über die. Tiefer Schlaf. Vielleicht wachen die dann mal nicht auf. Nein, kein Plasmasaft. Lass es! Wir können ihn wieder nicht von abhalten, ich sehe das schon. Wir brauchen irgendein Opfer. Und es ist 15 Uhr. Du bist mal wieder dran. So. Ja, und ich denke, jetzt war ein bisschen wenig Energie. Hat sie vielleicht noch einen Trank? Nee, hat sie noch nicht. Noch keinen Trank, der wach macht. Heilelixier. Magisches Leid verschwindet. Na gut, geben wir ihm mal. Ich glaube, er braucht das eher. Und Fähigkeitenverbesserer. Puh, wer kann das denn brauchen? Ah, bleibt erstmal so. Ey, in die Muckibude wollte ich ihn auch noch schicken, weil. Er ist ja unser Terrorist hier. aber erstmal. Schauen wir uns mal die Häuser an, wo wir vielleicht hin wollten. Gut und gut ist das hier. Tender Love. Wir gehen einfach mal dahin. Es ist zwar etwas schnucklig, aber wir wollten ihn besuchen. Mal gucken, ist das hier? Ah, das sind die Junggesellen. Das war sie gar nicht. Halbmondbucht. Ah ne, das ist nur der Platz, ne? Ist es nicht? Moment. Was ist denn jetzt? Huch. Was ist denn jetzt hier los? Das, ist es die Familie oder nicht? Der Aufbruch? Atkins? Oh. Na, dann schicken wir dann doch dahin, weil ich meine, ich hätte die Kuschel dahin getan. So, besuchen wir sie mal. Wie jetzt? Ist nichts mit Trinken? Geh doch in. Geh doch an einer Plasmafracht. Fruchtnuckeln. In meinem Fleisch rammst du eine Zelle nicht. Wieso denn nicht? Oh, die brauchen auch mal einen Freundlichkeitstrank, glaube ich. Das könnte den beiden ganz gut tun. Weil so ja nichts passiert hier. Man kriegt ja nicht seinen Willen durch. Na gut, dann nicht. Denn es regnet. Dann können wir ihn eigentlich doch rausschicken. Es geht denn ja einigermaßen. Park. Nee, nicht in den. Viola Atkins, die ist zwar alt, aber ist ein Star. Jagen. Okay. Kann man auch so jagen? Nee, nicht unbedingt. Aber wir jagen die einfach. Wahaha. Ich hoffe, der rennt dann mal. Ach ja, ach ja. Total spannend. Beschleunigung. Tja, schau an. Zu Fuß ist man immer noch schneller. Ich frage mich, wofür manche Leute mit dem Fahrstuhl fahren, wenn sie nur zwei Etagen hoch oder runter müssen. Ich kenne das von meinem allgemeinen Mediziner. Wenn ich da zum Arzt gehe, zu meinem Hausarzt, dann